Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe Local Heroes hier im Rockhaus mit FS1. Heute bei mir zu Gast Gastophon. Gastophon. Genau, richtig. Völlig korrekt. Richtig ausgesprochen, bin ich schon mal gut durch. Sehr gut. Gastophon. Wie lange gibt es das schon? Nee, aber nee, im Ernst, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid, deswegen sind gewisse Fragen vielleicht machen Sinn. Ist doch einfach. Ich bin der Hörli. Die Namen, genau, stell dir mal vor. Markus, hi. Jonas, ich bin der Jan. Leute, ihr müsst mir dringend erzählen, was habt ihr wirklich vor mit eurer Mucke? Weil ich weiß, ihr macht sowas wie, Punk, Rock und Grunge habe ich auch. Immer diese Schubladen. Ja, oh, ja, ich wir kann machen Gastophon-Musik. Okay, Gastophon, das ist die. Oh, okay, Gastophon-Musik habe ich. Ich würde mal sagen, das ist, es hat was mit Rockmusik zu tun. Ja, ich meine, du hast die Idee gehabt, der Markus hat die Idee gehabt. Gastophon ist ein Instrument aus einem französischen Comic, Gaston. Mhm. Und der hat ein wirres Instrument, das sehr viele schräge Töne von sich gibt und sehr laut ist. Das lauteste Instrument der Welt sogar. So wie das. Ja, das ist aber jetzt eine Geige. Wir heißen ja nicht Geige, sondern... Viel kreativer, muss ich sagen. Ja. Ja, und Musik, stilmäßig ist der Max, glaube ich, der Experte. Okay. Ja, das ist schon... hallo, beiden. Es ist schon Punk, aber so Seattle-beeinflusster, also späte 80er Seattle-beeinflusster Punk. Mhm. Okay. Mit bisschen so neues Elementen. Ja. Okay. Immer neues bringen, das ist wichtig. Hauptsache laut. Ja, Hauptsache laut, ich sehe auch. Ich habe ja auch gesehen, ich habe eine Beschreibung von eurer Band gelesen und die war ganz lustig, weil die war geschrieben wie ein Kochrezept, aus einem Kochbuch. Quasi der Klassiker. Steckt da irgendwie was dahinter? Seid ihr alle Hobbyköche oder ist das irgendwie. Hat keine besondere Intention. Ist einfach nur funky und funny. Ähnlich wie bei unseren Bandfotos hängt das dahinter, dass wir alle die klassischen Bandfotos nicht mehr sehen können, dass wir alle die klassischen Bandbeschreibungen nicht mehr sehen können und versuchen haben, etwas zu machen, was zumindest ein bisschen anders ist. Okay. Du hast dich daran erinnert, damit ist das, was wir erreichen wollten, schon gelungen. Super, siehst du, ist absoluter Erfolg schon. Und seid ihr zum ersten Mal im Hoggers? Nee, ihr wart schon mal. Nein. wir haben zusammen schon lange in einer Band gespielt, vor 20 Jahren fast, auch an der gleichen Besetzung. Und jetzt haben wir wieder zusammengefunden in einer kleineren Besetzung. Wir machen auch was ganz anderes. Es waren aber alle irgendwie schon so ein bisschen in diese Richtung unterwegs. Und haben dadurch natürlich oft im Rockhaus gespielt. Das Rockhaus hat uns eine lange begleitende Geschichte beschert. Wir sind hier, wir gehen hier ein und aus, haben hier unseren Proberaum und besuchen die Konzerte gern und kennen die Leute ganz gut und mögen sie gerne und ich hoffe, sie mögen auch uns. Und wir mögen auch die Bar. Die Bar mögen wir auch. Ja, wichtiger Ort. Das ist ja anscheinend abgetrennt. Ja, sollte fast nicht so sein. Nein. Alles zusammen, alles sollte Bar sein. Ein Komplex. Ja, klasse. Ja. Und mit der Musik selbst, habt ihr da irgendwelche Inspirationen von anderen Leuten vielleicht? Ja. Natürlich, so irgendwie, aber konkret sagen. Ich würde sagen, das Unterhaltsame bei uns ist, dass jeder andere Inspirationen hat. Und wir finden hier eine Mixtur, die uns allen gefällt. Okay. Ich glaube, wenn jetzt jeder, was du hoffentlich nicht fragst, seine drei Lieblingsbands benennen würde, würden dabei verschiedene Bands rauskommen. Okay, bringt das Probleme, wenn es um die Inhalte geht, weil ihr alle dann auch verschiedene Vorstellungen haben könntet? Das macht es spannend. Nicht große Probleme zumindest. Okay, also so musikalisch, inhaltlich ziehen wir schon an einem Strang, nicht wahr? Ja, es sind jetzt auch nicht so unterschiedlich, also es ist im Detail dann unterschiedlich. Ja. Der eine mag mehr den lauten Rock, der andere mag tatsächlich mehr den lärmigen Punk, aber das Wichtige ist, es muss einfach lärmen, das ist so das zentrale Ding. Okay, aber ihr seid euch alle einig in dem, was ihr macht. Genau. Ja, super. Ja, ja, genial. Und wie sieht's aus mit eurer Zukunft? Habt ihr irgendwelche konkreten Pläne, was ihr jetzt als nächstes anpacken wollt? Ja, wir nehmen ab nächster Woche eine EP auf und haben dafür jetzt ganz gut gearbeitet. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir an die Leute kommen.
Das heißt, unter die Leute kommen. Mhm. Das ist wichtig. Ja, das werdet ihr. Und ganz sicher heute auch, weil ihr spielt ja gleich und das werde ich euch jetzt machen lassen, eure eigene Musik. Ich danke euch vielmals für das Interview. Das war's auch schon. Wir sagen danke. Vielen Dank. Das war Gastrophon. Dankeschön.
Dankeschön. Wir sind Gastophon. Das ist echt nett, dass so viele Leute da sind. Cool. Thank you.
Ja, wir sind immer noch ganz davon. So Multitasking, Stimmen und Reden, das geht nicht. Thank you.
We'll be right back.
Wie die Zeit vergeht. Naja, wenn ich das richtig sehe, das nächste Lied ist Baden gehen. Das ist unsere letzte Nummer. Danke, dass du da warst. Und alle baden gehen, und alle baden gehen.
ihr habt es so gewollt,